Der vorletzte Akt ist unser Spiel beim 1. FC Nürnberg. Ja, eine Mannschaft, die mit 5 Punkten Rückstand auf Platz 16 noch hypothetische Chancen hat, drin zu bleiben. Stuttgart hat 2 relativ schwere Restspiele. Nürnberg könnte mit dem Sieg gegen Borussia und im letzten Spiel, ich habe es gerade vergessen, aber ich glaube in Freiburg spielen sie, könnte tatsächlich noch hoffen, weil sie die bessere Tordifferenz haben und wenn Stuttgart nur einen Punkt holt, das heißt, wir spielen nicht gegen einen Gegner, der sich quasi aufgeben muss in dem Spiel, sondern im Gegenteil alles reinwerfen muss. Ja, und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Also vorausgesetzt, man schafft es hinten etwas besser als gegen Hoffenheim zu spielen, weil ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass Nürnberg auch in der Bringschuld ist und spielen muss und sie können nicht das ganze Spiel abwarten. Sie werden sicherlich auch versuchen, kompakt zu stehen. Da müssen wir uns keine Illusionen machen, weil sie auch schon davon ausgehen, dass wir ja auch genauso wollen. Aber ich denke mal, es wird dadurch ein deutlich offeneres Spiel, aber auch kein einfaches Spiel, weil ich glaube, Nürnberg wird mit allem nochmal diese Restchance irgendwie sich offen halten und ja, einfach kämpfen wollen und ich weiß es nicht ganz genau, wie es aussieht, aber in Nürnberg ist es, glaube ich, auch nie so das beste Pflaster für Borussia gewesen und ganz ehrlich, ich kenne die Nürnberger Mannschaft nicht gut genug, um da jetzt einzelne Spiele herauszupicken und zu sagen, da muss man besonders aufpassen oder da muss man, hat man vielleicht Chancen, also das maße ich mir jetzt nicht an. Es ist tatsächlich auch die Mannschaft, die am wenigsten irgendwie für ja, die am wenigsten Individualisten hat, die man jetzt als Beobachter tiefer einschätzen kann. Ein paar haben sich in den letzten Wochen ein bisschen hervorgetan. Pereira fällt mir da ein, der hat einige Tore gemacht, scheint ein recht dribbelstarker Spieler zu sein. Ansonsten ist Behrens bei denen als der zentrale Mittelfeldspieler und auch teilweise Offensivbeauftragte so ein bisschen das Mädchen für alles. Der eine erfahrene Spieler, den sie mehr oder weniger haben. Der andere ist Ishak, als Mittelstürmer in der zweiten Liga sehr erfolgreich. In der ersten Liga reicht es nicht ganz. Hatte damals schon mal einen Versuch beim FC Köln, der war auch nicht wirklich erfolgreich. Ansonsten sind das alles bemühte Leute, Löwen, Kerk, Leubold, das sind alles Spieler, die sind okay. Die haben eine gute Zweitligasaison größtenteils gespielt, aber es reicht anscheinend nicht so ganz für die Bundesliga. Ja. Deswegen Angst haben muss Borussia überhaupt nicht vor dieser Mannschaft, die vielleicht eine der harmlosesten überhaupt ist. Nur, ich meine, wir sagen das Gleiche, was wir bei unseren letzten beiden Auswärtsspielen eigentlich sagen, in Hannover und in Stuttgart. Es kommt dann viel dann auf die Mentalität an, auch ein bisschen auf Glück an. Und ich bleibe dabei, wenn wir so spielen wie gegen Stuttgart, wenn wir so spielen wie gegen Hannover, wird es auch gegen Nürnberg nicht reichen. Nein, das ist klar. Aber man kann wirklich nur hoffen, dass das Spiel gegen Hoffenheim dieser eine Punktgewinn, auch wenn er erwürgt war, irgendwie vielleicht Kräfte freisetzt, um auch dann solche vermeintlich unattraktiveren Gegner mit breiter Brust bespielen zu können. Mir fehlt auch im Moment der Glaube daran, dass Borussia das jetzt in dieser Saisonphase kann, aber ich meine, das ist das Einzige, worauf wir hoffen können. Also wir sind sicherlich personell die bessere Mannschaft, wir sind fußballerisch, wenn wir einigermaßen auf Tour sind, die bessere Mannschaft. Und von daher muss man da gewinnen. Also wir stehen mit dem Rücken zur Wand, genau wie Nürnberg das auch tut. Aber da dürfen wir keine Gefangenen nehmen. Ja, also genau. Es ist diese Hoffnung, dass einfach die letzten 2 Spiele so eine typische Saison-Endspurt-Situation haben. Nochmal das absolute Finale und egal, was vorher war, klopft es einfach rein. Hier zitiere ich nochmal Effenberg aus dem Doppelpass. In den letzten 2 Spielen brauchst du eigentlich gar keinen Trainer mehr. Da musst du einfach nur voll reingeben, alles, was irgendwie da ist. Und das ist übrigens genau das, was wir letztes Jahr vermisst haben in den letzten 2 Spielen. Ja. Dass wir quasi gleichgültig dann auch noch in Hamburg verloren haben am letzten Spieltag. Genau da müssen wir jetzt das Gegenteil sehen. Und es gibt auch keine Entschuldigung mehr. Ich habe Angst davor, das sage ich dir ganz ehrlich, dass diese ganze Situation jetzt, die Diskussion um den Trainer, um den Manager, der den Trainer eben bis zum Ende hält, die Diskussion um die Mannschaft, die Vorwürfe an Fans, an Medien, diese ganze Gemengelage, die gerade rund um Borussia herrscht, dass wenn es am Ende schief geht, dass da was kaputt geht und dass wir das schwer zu heilen kriegen. Und wenn dann nächste Saison die übliche Anfangseuphorie anfängt, aber Rose eben 1-2 Spiele verliert, wir sofort wieder hier sitzen und wieder Leute plötzlich Kommentare schreiben, die sich ein halbes Jahr vorher nicht melden, weil sie wieder den Weltuntergang heraufbeschwören. Ja, aber das finde ich auch einfach zu billig. Da habe ich auch
wenn ich sowas lese, die Kommentare, die wir bekommen, das ist mir auch einfach dann egal. Also ich finde es einfach dann egal, wenn sich Leute wirklich nur melden, wenn es schlecht läuft und dann immer draufhauen, das ist doch einfach Bullshit. Dann es gibt genug zu kritisieren, auch wenn es gut läuft. Das haben wir, glaube ich, auch teilweise gemacht, aber genauso, um da jetzt nochmal auf Dieter Hecking zu sprechen zu kommen. In der Hinserie hatte man überhaupt keinen Grund, groß zu motzen. Man hat ein neues System gespielt, es hat super funktioniert, wir haben eine tolle Hinrunde gespielt. Und genauso kann man jetzt kritisch sein. Und das kann man auch schon seit einigen Wochen. Und das, wer uns verfolgt, der weiß das auch. Und das ist mir dann meistens einfach ein bisschen zu billig, dass dann sie alle aus den Löchern gekrochen kommen und plötzlich alles wieder schlecht ist und der Weltuntergang da ist. Ich meine, das ist natürlich nur eine kleine Gruppe von Leuten und auch nicht die, die im Stadion Nord stehen oder wie wir Ost sitzen, das ist sicherlich ein kleinerer Teil. Ja. Und ich meine auch, sagen wir so, das ist einfach doof. Vor allen Dingen in so einer Szene, in so einer Phase wie jetzt bringt es auch nichts, diese Negativität oder Sachen negativ heraufzubeschwören. Es bringt nichts. Man kann nach der Saison alles besprechen und Revue passieren lassen, aber jetzt muss man wirklich einfach gucken, dass man versucht 100% zu supporten und der Rest, das kann man alles danach klären. Und ich meine, 90% oder mehr auch der Leute, die uns Zuschriften machen, die bei uns kommentieren oder die wir treffen und mit denen wir über Fußball reden, sehen das ja so. Also die sehen die guten Dinge, die sehen die schlechten Dinge. Man muss auch nicht immer mit uns einer Meinung sein, das ist auch alles völlig in Ordnung. Aber ich glaube, dass jetzt ein bisschen eben die Gefahr ist, dass die Stimmung grundsätzlich kippt. Einfach weil dann gerade diese Personalie, Dieter Hecking, zu viel streitbares Potenzial immer schon hatte und jetzt am Ende sich dann auch so Bahn schlägt. Das Einzige, was da heilen kann und oder sagen kann, okay, wir haben jetzt einen neuen Trainer, die Sache ist vorbei, ist, glaube ich, wirklich der sportliche Erfolg, der jetzt folgen muss. Und der wäre eben mit dem Erreichen des internationalen Geschäfts, man muss jetzt ehrlich gesagt sagen, mittlerweile egal wie, erreicht. Und dann, glaube ich, können wir uns nach der Saison hinsetzen, ganz konzentriert nochmal sagen, wie war denn diese Ära von Dieter Hecking? Ja, wie waren denn die letzten 2 Jahre von Borussia? Mit welchen Spielern sehen wir die Zukunft? Mit welchen vielleicht weniger? Und nicht zuletzt macht das der Manager und wird genau das auch dann mit dem neuen Trainer tun. Natürlich. Also abgerechnet wird zum Schluss, wie es immer so schön heißt. Das ist ja, was ich sage. Und deswegen ist so ein Spiel wie gegen Nürnberg umso wichtiger, weil dann man sieht dann auch Leute, je nachdem, wie das Spiel verläuft. Zum Beispiel Kramer wird sicherlich wieder, vielleicht steht auf jeden Fall ja wieder zur Verfügung. Ja, also und ich hoffe, er wird auf dem Platz stehen, weil er, glaube ich, mentalitätsmäßig einer der wenigen ist, der wirklich dann auch dafür sorgen kann, dass auf dem Platz wirklich alles gegeben wird. Auf jeden Fall, er ist immer der Erste, der das macht. Und dann wird man sehen, wer da sonst mitzieht, da wird man Schlüsse ziehen können, bei welchem Spieler man dann vielleicht ein bisschen skeptischer in die nächste Saison gehen oder ins letzte Spiel gehen kann. Und das sind einfach Schlüsse, die sind, glaube ich, auch für Max Eberl dann ganz wichtig, weil es trennt sich die Spreu vom Weizen in solchen Momenten wie jetzt und in solchen Phasen und da wird man dann einfach sondieren müssen. Und ich hoffe, das wird getan. Ja, das heißt, um jetzt nochmal zur Aufstellung zu kommen, es wird interessant zu sehen sein, nach der zweiten Halbzeit, die ja zumindest vom Ergebnis her gewonnen wurde, vom Borussia gegen Hoffenheim. Man glaubt es ja kaum, aber tatsächlich ist es so gewesen, so glücklich es auch war. Glaube ich schon, dass Dieter Hecking in Nürnberg auf das 4-3-3 zum 4-3-3 zurückkehren wird. Dass die Aufstellung ähnlich aussehen wird wie in der zweiten Halbzeit. Ich vermute auch, dass möglicherweise Kramer zurückkehrt. Aber ansonsten wird man sehen. Also es ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende, dass wir mal ein Tor machen. Wann sind wir zuletzt mal in Führung gegangen? Das ist eigentlich unglaublich. Ja, gegen Bremen auch und da haben wir es dann noch nicht mal nach Hause gebracht. Ja. Also es ist wirklich, glaube ich, das ganz, ganz Entscheidende. Und wer weiß, je nachdem, welche Dynamik sich während des Spiels dann ergibt mit Zwischenergebnissen und so weiter und so fort, das darf man jetzt ja auch alles nicht vergessen. Sowohl Borussia als auch Nürnberg können davon auch nochmal beeinflusst werden. Klar. Alle Spiele gleichzeitig. Ja, das ist einfach, ist das immer wobei es sind doch, irgendwie habe ich was von dieser Frankfurter Sondergenehmigung gehört. Ich glaube, die Frankfurter spielen tatsächlich nicht gleichzeitig. Das ist was, wegen des Chelsea-Spiels. Ja, worüber man natürlich auch gut diskutieren kann, inwieweit das wettbewerbsverzerrend ist. Ich glaube, in Holland haben sie es mit Ajax so gemacht, dass der gesamte Spieltag verlegt wurde auf den Sonntag, dann alle gleichzeitig. Aber wie gesagt, alles raushauen.
zeigen, dass man eben vielleicht doch die Mentalität hat, dass man nicht selbst das, was vom Manager eingeräumte, diese Schwächen im menschlichen Umgang, beziehungsweise nicht im menschlichen Umgang, sondern im kämpferischen Umgang, sag ich mal, dass man die vielleicht sogar mal abstellt und deswegen, wie wir schon gegen Hoffenheim gesagt haben, so richtig auf taktische oder worauf es ankommen muss, das spielt alles jetzt alles gar nicht. Nee, einfach machen, Spiel gewinnen und gut ist.